You know those times? Just get inspired. You hear some hotness like this Grammatic instrumental. You just want to drop some truth. Well, here it is. Grammatic. Kennedy Jones. Grammatically, I can speak emphatically about the modern tragedy. Or when I tell the truth, they're getting mad at me. Empty-handedly, they couldn't stand to be a family. Watch them all switch sides like I was watching Hannity. This ain't no fake news, no nothing's Trump and Kennedy. I keep my head strong while I'm replenishing the synergy. I've been in Venice Beach, inventing new and better speech to try to reach the people in the streets and get them off the leash. These days, it's all retweets and likes, Twitter favorites and lights flashing when you're walking by. What questions you asking when you want a vibe? Is it about the people or the feeling inside when your phone jive? Blowing up cause you just post some fire. Know enough to see through the lies imposed by the hype. If I'm ever by the mic, I rip it into puzzle pieces. When completed, would spell out the word truth by design. And by the time you hit rewind over 1,000 times, trying to decipher my last line over 1,000 minds, have done the same to Hunger Games, the lyrics, I'll be winning it. Taking over districts, my appetite is infinite. I just post a preview of this track up on the internet. Within 2 minutes, phone's going off, but I ain't finished yet. Keep exclusive focus for this message I'm delivering. To you, this is just music, but to me, I am living it. There's no reason for the lies, yo. Willkommen zu einem neuen Video im Bike Repair Shop Lotta. Und ihr habt es schon gesehen, der Porn ist schon durchgelaufen. Es gab ein paar minimale Planänderungen beim Downhill-Bike-Build, sage ich einmal, vom Radon-Bike. Ich habe den kompletten Rahmen Sand gestrahlt. Es war eine Höllenarbeit, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Wie gesagt, wir haben bei uns in der Firma eine Sandstrahlkabine. Ist kein Riesenteil, also der Rahmen hier hat gerade so reingepasst. Und es hat wirklich ewig gedauert, aber es hat funktioniert. Ich habe alles Sand gestrahlt, ihr habt es im Video gesehen. Und jetzt ist natürlich die Frage, der eigentliche Plan war ja, das Bike einfach nur schwarz zu machen, mit ein paar Details in Purple, vielleicht auch Gold, je nachdem, weil ja mit dem Kashima und so. Und jetzt bin ich gerade nicht mehr so ganz sicher. Also was auf jeden Fall jetzt safe ist, ich habe den nicht einfach so Sand gestrahlt, weil ich dazu Lust hatte, sondern weil ich mich gegens Lackieren entschieden habe und fürs Pulverbeschichten entschieden habe, weil einfach eine Pulverbeschichtung viel robuster ist als eine normale Lackierung und gerade beim Downhill. Ich bin es halt von meinem Hoserahmen gewohnt, der ist auch pulverbeschichtet und das sind halt Welten. Also am Radonrahmen waren halt so viele Stellen, wo der Lack schon ab war und an meinem Hoserahmen, der halt 3 Jahre älter ist, ist halt nichts und deswegen eindeutig Pulverbeschichten. Und ich bin mir aber nicht mehr sicher, ob es wirklich schwarz wird. Also es wird keine knallige Farbe, keine Sorge, will ich nicht. Es soll schön dezent und gefährlich aussehen. Aber ich weiß eben noch nicht so richtig was. Also ich meine, matt-schwarz, wenn mir nichts Besseres einfällt, wird es auf jeden Fall matt-schwarz. Wird mega sick aussehen, da bin ich wirklich fest von überzeugt. Aber ich weiß noch nicht so richtig. Vielleicht irgendwie so ein Titan-Look. Wollen wir mal gucken, ob das gut aussieht und... Ihr könnt auch mal ein paar Vorschläge machen, vielleicht habt ihr auch schon selber irgendwie mal einen Fahrradrahmen oder irgendwelche Parts Pulver beschichten lassen, wo ihr sagt, hey, sah richtig cool aus, richtig gefährlich, richtig böse Farbe meinetwegen. Könnt ihr mir gerne irgendwas schicken, würde mich mal interessieren, weil ich stehe da noch so ein bisschen am Schlauch, weil ich meine, ich habe mir jetzt schon mal die Mühe gemacht und alles auseinandergenommen. Ich habe wirklich die kompletten Lager ausgepresst aus dem Rahmen. Ich habe mir hier fürs Casting von der Fox 40 in der Arbeit Stopfen gedreht, die man hier vorne reinstecken kann, also die kamen hier rein, dass halt kein Sand innen reinkommt, weil hier drin sind ja die Gleitbuchsen, das wäre sehr ungünstig, wenn man da drin Sand strahlt. Und dann habe ich auch für unten Stopfen gedreht, die hier reinkommen, damit einfach an die Stellen, wo kein Sand hin soll, auch kein Sand hinkommt. Normalerweise tut man Aluminium ja Glasperlen strahlen, hat man in der Arbeit jetzt nicht da, geht mit Sand auch. Da muss man halt danach dann noch ein bisschen mehr abschleifen und schmirgeln. Aber das wird wahrscheinlich die Firma machen, wo ich das Pulver beschichten lasse, weil ich weiß einfach nicht so genau, was für eine Oberfläche die jetzt letztlich haben wollen. Also bei den normalen Parts ist klar, dass man hier einfach alles Sand strahlen muss, weil sonst sieht es einfach doof aus. Ich meine, so ein paar in den Ecken ist noch ein bisschen was drin, aber ein bisschen Freude sollen die ja beim Pulver beschichten auch noch haben. Ich weiß auch gar nicht, ob das so extrem sauber sein muss, weil in den, also es sind halt eigentlich nur noch Ecken, die man dann, wenn es zusammengebaut ist, eh nicht sieht. Deswegen ist es jetzt nicht so wichtig. Aber ich habe eben auch ganz viele Details und die zeige ich euch jetzt mal genauer. Hier jetzt beim Rahmen zum Beispiel, ich habe überall Schrauben übrigens rein, dass hier auch kein Sand reinkommt und die Gewinde nicht beschädigt werden.
Dann habe ich hier die Schrauben auch einfach reingeschraubt, paar Beilagscheiben dazwischen und mit Sand gestrahlt, weil die Schrauben werden auch mit lackiert. So Details müssen einfach sein. Ja, dann hier unten halt habe ich mir halt große Beilagscheiben hin, damit nichts ins Innenlager reinkommt. Also was heißt Innenlager, halt in die Gewinde fürs Innenlager. Und ja, hier oben halt auch am Steuersatz schön alles zugemacht, damit hier eben nichts ja, schief geht und Sand reinkommt. Vor allem hier wird ja dann der Steuersatz eingepresst und da wäre es wegen ungünstig, wenn man da, sage ich mal, mit dem Sandstrahl, müssen wir ja nur ein Hundertstel abtragen und dann nachschleifen und dann passt, also dann könnte es halt sein, dass der Steuersatz spielert und dann hat man ein wirkliches Problem. Genau, so viel zum Hauptrahmen. Dann haben wir hier jetzt die untere Umlenkung. Ja, gibt es jetzt auch nicht viel zu sagen. Hier die Lager ausgepresst und halt schön Sand gestrahlt. Das Moment mal. Dann haben wir natürlich auch noch das obere Stück dazu. Das sieht dann so aus. Da haben wir auch die Lager rausgepresst. Wir haben im Heißluftföhn wenn heiß gemacht und dann raus damit. Ging eigentlich relativ gut. Bisschen Gewalt muss man schon anwenden, aber unterm Strich kriegt man das ganz gut raus. Dann kommen wir hier zu unserem Casting. Habe ich ja vorhin schon so ein bisschen gezeigt. Sieht jetzt ganz blank so aus. Das hat wirklich Ewigkeiten gedauert, weil also eigentlich war das Casting mal weiß, dann wurde es grün lackiert und dann von mir nochmal schwarz. Das heißt, ich habe da drei Lackierungen runter gemacht und ja, das war schon eine hartnäckige Sache. Aber jetzt ist es auch passiert und so sieht das Ganze aus. Was haben wir hier noch? Genau, hier haben wir noch die Schwinge. Ja. Sieht so aus, auch schön sandgestrahlt, Lager natürlich rausgepresst. Und dann sieht das Ganze so aus. Es wird natürlich alles dann schön pulverbeschichtet. Ich bin echt gespannt, wie es dann aussieht und natürlich, welche Farbe es wird. Ja, hier habe ich jetzt so eine Tüte gemacht, wo die ganzen Lager drin sind. Kann ich euch auch mal zeigen, wie das dann aussieht. Beispielsweise hier jetzt. Ja, hier die ganzen Industrielager, die habe ich jetzt alle hier in so eine Tüte rein. Auch hier habe ich ganz viele so zum Sandstrahlen mir so Schrauben einfach genommen. Mit Beilagscheiben und Muttern, um eben zu garantieren, dass nichts in die Lager reingeht und in die ja, Schalen, wo die Lager eingepresst werden, weil das wäre sehr ungünstig, wenn da irgendwie halt Sand reinkommt. Was haben wir jetzt da noch? Das muss ich selber mal überlegen. Ach genau, oh ja, jetzt kommen wir zu meinen ganzen Details. Hier habe ich jetzt zum Beispiel die Befestigung von der Sattelstütze vom Oden. Die wird auch komplett neu lackiert und pulverbeschichtet, weil da fliegen ja auch immer die ganzen Steine dagegen. Das heißt, die sieht sehr schnell nicht mehr schön aus. Das haben wir zum Beispiel. Dann natürlich auch die Aufhängung vom Dämpfer. Diese schönen gefrästen Bauteile, sage ich ja mal. Und jetzt kommen wir zu meinen Favoriten. Und zwar von der Fox 40 einmal unten. Die Kappe vom Rebound und natürlich die beiden Top Caps. Habe ich beide ausgebaut und Sand gestrahlt. Und die kriegen eine richtig, also das wird richtig geil einfach aussehen, weil das ist einfach was Besonderes, was keine andere Fox 40 dann hat. Und da freue ich mich schon richtig drauf. Genau. Ja, was habe ich hier noch in der Tüte? Dann ist zum Beispiel noch das Schaltauge drin. So Details habe ich auch Sand gestrahlt und werden natürlich auch Pulver beschichtet. Aber ansonsten ist es eigentlich schon eine sehr, sehr sicke Angelegenheit. Und ich freue mich, wenn das alles dann Pulver beschichtet ist. Also ich glaube, man sieht, es steckt jede Menge Arbeit jetzt schon in dem Projekt drin. Und ja, also bisher hat es riesig Spaß gemacht und ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr da so voll mitfiebert. Die letzten Videos sind ja richtig gut angekommen. Ich habe richtig viel Feedback bekommen. Das hat mich mega gefreut und jetzt geht es natürlich weiter. Wenn dann der Rahmen lackiert ist, dann wird das Ganze zusammengebaut. Dann werden wir uns wahrscheinlich nochmal einen Laufradservice machen und so weiter und so fort. Es wird dann auch spannend, welche Parts reinkommen, aber das wird dann alles erst später kommen. Und jetzt kommen wir noch zu einem ganz besonderen Thema, was ich hiermit nochmal offiziell ansprechen möchte, ja, weil das bewegt mich zutiefst. Diese Sattelstütze ist aus dem Rahmen. Ja, kleiner Spaß für zwischendurch, aber sie ist wirklich raus und es ist diese Freude einfach, ja, also das hat mich wirklich sehr lange beschäftigt, dass diese Sattelstütze einfach drin ist und nicht rausgeht, vor allem, sie ist ja echt nur so kurz, also sie war noch nicht einmal in dem Knick drin, die war einfach fest. Ja, was habe ich mit der gemacht?
auch komplett sandgestrahlt, dann bin ich mit der Drehmaschine mal drüber. Das Problem ist, man kann da nicht viel wegnehmen. Also das ist 31,8 mm und das sind genau 31,8 mm aufs Hundertstel genau. Aber ich habe nichtsdestotrotz trotzdem mal ein Hundertstel weggenommen. Ja, dann habe ich das Ganze auch mal mit Schleifpapier, habe bei 600 angefangen und dann bis 2500 bearbeitet. Nur hier halt nicht, hier war es in der Drehmaschine eingespannt, das schneide ich dann noch ab. Und das Ganze wird jetzt auch pulverbeschichtet und aktuell ist es jetzt so, durch das ganze Geschleife und so weiter und so fort, bin ich halt jetzt irgendwo bei 31,69 oder so, also ja, ein bisschen mehr wie ein Hundertstel drunter und man merkt schon, wenn man die jetzt hier so reinsteckt, hat sie minimal Spiel und meine Hoffnung ist, wenn es pulverbeschichtet ist, dass es perfekt reinpasst. Sollte es nicht perfekt reinpassen, werde ich an der Drehmaschine einfach hier unten das Stück, was in Rahmen reinkommt, noch genau auf die 31,8 wieder abdrehen. Ja, und dann steckt es halt, weil die Sattelstütze wird eh immer auf der gleichen Höhe bleiben. Also die wird wahrscheinlich irgendwie so weit drin stecken und so bleibt die dann da drin. Deshalb, also das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ich meine, man hätte auch einfach eine neue kaufen können, aber irgendwie hat es auch Spaß gemacht und so sieht das Ganze jetzt aus. Und ja, freut euch auf jeden Fall auf das nächste Video, weil im nächsten Video wird es wahrscheinlich dann schon pulverbeschichtet sein. Kann aber sein, dass es echt noch ein wenig dauert, weil die Firma, wo ich das machen lasse, die ist ja wegen weiter weg und da fahre ich halt hin und ich weiß nicht, wann ich das dann abhole. Und zwischenzeitlich werden wir vielleicht auch noch den Haub-Narben-Service machen. Quasi, ich werde euch mal zeigen, wie man die Lager rauspresst und neu einpresst. Das wird wahrscheinlich in der Zwischenzeit noch kommen. Und das Retro Mountainbike Projekt gibt es ja auch noch und da wird es wahrscheinlich auch ein bisschen weitergehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt mal einen Kommentar in die Kommentare, wie es euch so gefällt, was euch einfach so in den Sinn kommt. Und dann bis in einem anderen Video. Ciao! Yeah. Hip-Hop still lives on.